Ja, der Eingang war etwas ungewöhnlich. Diese zwei Kamele sind aus einem Kleinzoo in der Nähe Genau, und ja. sie waren da auf dem Morgenspaziergang. Das ist die dänische Eintagsfliege. Wobei sie lebt nicht einen Tag, sondern Ja, sie lebt etwa 2 bis 3 Tage als Fliege. Und sie legen sehr viele Eier, Tausende, habe ich gelesen. Und die Larven, die häuten sich dann bis zu 30 Mal. Und die Larven sind Ernährung für ganz viele andere Tiere, für Fische oder Wasserläufer oder Käfer. Ja, und sie vermehren sich im Flug, hä? Genau, ja. Die Paarung ist im Flug. Ja. Dieser Ein Bockkäfer. schwarzsäumige. Schwarz gesäumter Schmalbock, ja. Ja, er ist schmal. Man sieht gut wegen dem schwarzen Rand auf den Flügeln. Ja. Das ist, wegen dem hat er den Namen. Die Bockkäfer ist eine sehr wichtige Käfergruppe, weil sie ernähren sich von Totholz. Das heißt, sie räumen eigentlich unsere Wälder auf. Hey, schau mal. Der kleine Polsterkäfer, oder was ist das? Oder ein Teppichkäfer. Teppichkäfer. Er hat ihm sogar den Kopf abgeleckt, weil er den Nektar oder die Pollen wollte. Aber sonst überhaupt nicht aggressiv oder futterneidisch, aber. Nein, nein. Und es ist wieder Paarungszeit. Ja, Stürmische. Die Käfer selber, sie ernähren sich von Pollen und Nektar, aber die Larven, die fressen Totholz. Ja. Und hinten sehen wir jetzt nicht mehr. Hier sehen wir den Schlauch. Ja, man sieht noch nicht so gut, Da sitzt noch nicht so gut. weil er weiß ist. Ja. Hier etwas besser. Dieser Schlauch, das ist also, das wird vom Weibchen, das habe ich gefilmt einmal, der wird vom Weibchen herausgegeben und dann beim Männchen angedockt. Und das Männchen pumpt hier seinen Samen hinein. Also, kein Mann müsste jetzt neidisch werden, weil das ist also vom Weibchen. Und Stürmischer junger Mann, ja, ja. er fällt immer wieder herunter. Aber sie hat ihn nicht abgehängt, sondern er ist noch angedockt. Ja. Aber er fällt immer wieder herunter. Ja, hier sieht man das auch gut. Es ist eine stürmische Angelegenheit. Sehr nervös. Das ist ein Goldammer. Ja, sie hat uns ihre Lebensgeschichte erzählt, sehr interessant, sehr spannend. Wir waren an diesem regnerischen Tag im Papiorama auf dem Parkplatz und sie war da gleich nebenan, Ja. etwa 1 Meter vom Fenster weg. Ich glaube, es ist ein Männchen, oder? Das weiß ich nicht. Von der Farbe her. Es sind die einzigen Vögel, habe ich gelesen, die auch im Sommer ihre Ständchen im Wald abgeben. Mit anderen Worten, sie drängen ihre Lebensgeschichte allen auf, die sie Es scheint finden. so, ja.
dieser Bläuling? Ja, ein kurzschwänziger Bläuling. Man sieht es gut, er hat unten so kleine Schwänzchen an den Flügeln. Aha. Das gibt ihm den Namen, ja. Ich dachte, der Hinterteil. Nein. Ja. Und sehr flauschig, ja? Ja. Ja, die Schmetterlinge. Unsere Zuschauer wissen ja mittlerweile, wir haben den kleinen Vertrag und die Schmetterlinge, sie sind sehr flatterhaft und immer wenn wir sie darauf aufmerksam machen, auf unseren Vertrag und sie müssten ja eigentlich unsere Gerätschaft reinigen, verschwinden sie, oder? Und die Vertragslücke, die sie gefunden haben mit den Subunternehmen, also wir grämen uns immer noch. Aber auch... Sie konnten diese gemeine Feldschwebfliege überzeugen. Ja, das arme Ding. Mit Sicherheit zu einem Billiglohn. Ist anzunehmen. Aber sie ist ganz fleißig. Ja, und gewissenhaft. Ja. Also sehr genau. Das ist eine Blattwespe. Und zwar eine Tollerus germanicus. Dollarus, also Dollarus, ja. Mit Geld, Dollars. Keine Ahnung, sie wurde das erste Mal von einem deutschen Wissenschaftler beschrieben. Und der hatte Dollar? Das weiß ich nicht. Es gibt sie fast überall in Europa, bis Sibirien, sogar im fernen Osten bis nach Japan. Und die Wespe und die Larven, sie ernähren sich von Pflanzen, sind also, ich denke, nicht Schädlinge in dem Sinn. Mhm. Kommen überall vor, aber sind nicht massenhaft. Ich denke, nein. Vorhanden. Ja. Sie ist auch nicht sehr groß, sie ist etwa 7 bis 9 mm. Und auch nicht wählerisch und deshalb wohl auf der ganzen Erde verbreitet. Ja, ja. Aber sie hat schöne Farben. Ja. Sie gefällt mir. Und ist auch nicht so nervös? Nein. Ja, wir könnten sie vielleicht auf YouTube vorstellen. Sie leckt das ab. Mhm. Da wird nichts abgebissen. Ein schwarzer Fremdling. Ja, sie ist so grün, grünlich schwarz. Eine Keulhornbiene. Deine Biene. Aha. Und sie haben eine Spezialität für ihre Nester. Nagen sie Löcher, zum Beispiel in Stängel oder Zweigen von Disteln oder Brombeeren oder Holunder. Und legen dann die Eier hier. Ja, ja. Hier ein sehr schönes Beispiel, kein Futterneid. Also hier sind 6, 7 verschiedene Arten auf dieser Blüte. Was ist das? Ich denke eine Schafgarbe. Sie sind sehr beliebt. Okay, ein Schaf sehe ich jetzt nicht. Aber, das sind Bienen, Schwebfliegen. Käfer. Ja. Ja, und das war's. Bis später. Bis dann. Zwischendrin ein bisschen harzig, aber. Das geht.
25.